Sonne, moin moin und herzlich willkommen hier unten zu der neuen, chilligen, ruhigen, spannenden Folge Sundays to Die mit Apocalypse Now Mod hier. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wir müssen dringend Rucksäcke finden, das machen wir jetzt auch direkt und jede Menge Kommentare lesen. Da freue ich mich schon drauf, ne? So, denn ihr schreibt zuhauf. Fangen wir wieder an, blöd zu, zack, zack, hier blöd zu reimen. Gehen wir mal runter, weil wir haben schon 16.40 Uhr. So viel Zeit haben wir nicht mehr, bevor die Nacht kommt. Und wie wir die letzten drei Folgen gesehen haben, will ich nicht unbedingt nachts hier mit unserem Equipment rumlaufen. Wir sammeln jetzt erstmal alles ein, was hier rumliegt. Ja, ihr habt schon viele coole Kommentare geschrieben. Da ist wieder Ronald. Da könnten wir mal drin gucken gehen. Da hinten will ich gucken. Ronald, komm mal her. Das Wichtigste ist, dass wir keinen Bären finden. Ich habe heute mal keine Lust, mir einen Bären aufbinden zu lassen. Das wäre... Bleh. So, kommt da vielleicht Honig raus? Wobei, wir haben ja Gott sei Dank direkt das Buch gefunden. Wir müssten eigentlich Glück haben, dass wir genug Honig finden. Guck, da ist schon wieder einer drin. Noch ein wilder Kriecher hier. Stirbt der? Sag mal. Was soll denn das? Das ist dann auch noch so ein Problem. Unsere Rüstung, ne? Wir haben nämlich keine. Wir haben gar nichts, ja? Und das ist echt nicht einfach hier mit dem kleinen bisschen, Rucksack, den wir haben, so dass wir direkt überladen sind, ne? Das ist ein bisschen doof. Das ist ein bisschen doof. So. Hier drin gucken. Was ist das? Okay. Schlafsäcke liegen hier. Mhm. Interessant. Das können wir schon mal mitnehmen. Für etwaige, da hinten läuft wer. Okay, für etwaige Farming-Plots, ne? Aber das Wichtigste ist jetzt, wie gesagt, erstmal Rucksäcke. Die uns, ehrlich gesagt... Oh, Sniper-Jagdgewehr. Nehmen wir auch mit. Und schon wieder überladen. Und ich habe gerade, sehe ich gerade, den Kochgrill nicht eingeräumt, ne? So, weil das Feuer am Brennen war. Dankeschön. Was ist hier drin? Ah, ja, da lümmelt doch schon wieder... Bob lümmelt da hinten drin rum, ne? Da. So, wobei ich auch sagen muss, auf der einen Seite ist es echt hart, so ohne Munition. Auf der anderen Seite finde ich es wieder richtig cool, weil so in der Apokalypse hier, ne, da haben die Leute ja auch schon alles ausgeräubert. Wieder ein Kriecher, bleibt drin. Ist keine Lust drauf, was hier drin? Nix. Und du findest nur noch hier und da ein klein bisschen Munition, ne? Da musst du zusehen, wo du welche herkriegst. Hallo? Zum Beispiel da. Ne? So. Drei Eisenbolzen. Yay. Die wollte ich schon immer haben. Gehen wir mal runter. Schluppdiwuppdi. Das war sehr clever. Was ist das hier? Karotten nehmen wir auch mit. So. Wunderbar. Wunderbar. Da krabbelt mir wieder eine Fliege am Arm rum. Ich hasse sowas. So, hier ist nix. Da hinten steht ein Hirsch, aber den lassen wir jetzt erstmal in Ruhe. Ja, die Pistole hier, da haben wir jetzt zwei Schuss für. Ah! Jetzt geht's los. Jetzt können wir alle fertig machen hier. Dafür haben wir noch vier Schuss. Mann, sind wir gut. 17.45. So, während wir hier über die Straße latschen und nicht wissen, was wir looten sollen, wo wir looten sollen, fange ich einfach mal an, ja? Und mir fällt gerade auf, ich Depp, ich habe mal wieder vergessen, die Facecam anzumachen. Ah! Einmal mit Profis, ne? Einmal mit Profis. Vielleicht ist es der Sonne geschadet. Sonnenstich und so. Nein, Spaß. Also, der liebe Chris W. schreibt, schöne Grüße aus dem Ruhrgebiet. Tolle Folge wieder, Ede. Dir wünsche ich auch ein schönes Wochenende und euch auch. Ich finde YouTube gut, falls man keine Zeit hat, kann man die ganzen tollen Videos später schauen. Das ist wahr. Das ist der große Vorteil von Videos gegenüber Livestreams, ne? Die sind immer da. Man kann sie sich angucken, wann man möchte. Wir haben eine angenehme Folge. Angenehme Länge. Ne? Und ja. Oh, guck mal da hinten, das Müll. Vielleicht ist das ein Mülleimer, vielleicht ist da ja ein Rucksack drin. So. Und Livestreams sind halt nur eine begrenzte Zeit da. Und man muss da sein, wenn derjenige streamt. Ne? Ist man das nicht, sieht man es nicht. So, das war Nummer 1. Nummer 2 ist... Was ist hier? Kleber können wir auch gebrauchen. So, so. Ist der liebe 3815P.
Sehr schöne Folge. Habe viele deiner Folgen gesehen. Ich finde es auf YouTube passend. So kann ich sie sehen, wenn ich Zeit dafür habe. Da ich am Anfang auch oft in Gebäude reingelaufen bin, in welchen ich schon war, markiere ich sie mir immer auf der Karte mit einem X, wenn ich durch bin. Gute Idee. Gute Idee. 815. Nam, 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 nam. So, jetzt wissen wir, wie sich Bugs Bunny immer fühlt, ne? Was hier drin? Nix. Toll. Auf der anderen Seite ist es auch nicht schlimm, weil wir haben sowieso keine Rüstung, um da irgendwie was reinzupacken. Was haben wir denn als Rüstung? Gar nichts, ne? Wirklich gar nichts. Ein Puffermantel. Und Alteisenbeinschienen. Ansonsten null. Ich habe mir aber auch nichts gemacht, ne? Vielleicht sollten wir einfach mal hier... Wir gehen jetzt einfach mal in das Haus rein, so weit wie wir kommen. So, vielleicht ist ja hier was drin. Da ist ja schon die Garage hier. Können wir noch ein paar Bücher lernen. Guck hier, Aloe Vera, High Noon. Was ist fertige High Power 9mm Munition? Können wir ja schon, ne? So, hier mit den Erdbeeren. Boah, hätte ich jetzt auch Bock drauf. Erdbeeren. Da sitzt einer. Sitzt hier wer? Nein. Aber bitte natürlich, ja? Bloß nicht klein schnibbeln und bis oben hin voll Zucker machen. Dann ist es Ibebe. Welches Team bist du? Natürlich oder Zucker? Früher habe ich die geliebt mit Zucker, auch Cornflakes. Immer so, immer weiter Zucker rein, ja. Und jetzt beides komplett ohne. Weil mit Zucker einfach nur... So, die Stiefel können wir direkt anziehen. Haben wir schon mal wenigstens Schuhe an, weißt du? Rennen hier in der Unterhose rum, aber haben Schuhe an. Ist nix, der ist verschlossen. Okay. Haben wir welche Lockpicks? Nein, haben wir nicht, okay. Oben ist auch kaputt. Da kommen wir jetzt nicht hin, ne? Nein. Hier Waschmaschine und so. Vielleicht sind da ja Klamotten drin. Elke, ey. Bist du des Wahnsinns? Was eine Wuchtbrumme hier. So. Weg mit dir. Bratpfanne regelt. So. Hallo? Ach, er ist da. Dann lassen wir ihn. So. Oh, verkohltes Steak. Lecker. Wollen wir erstmal die Küche... Ja, ganz ruhig. Einen Topf wäre noch gut. Den bräuchten wir noch, damit wir Wasser... Da die anderen Sachen machen können. Wasser abkochen können wir ja schon, warum auch immer. Da ist Kaffee. Ah, die ist verschlossen. Dann lass ihn. Keine Lust, die jetzt aufzukloppen. Eckiges Wasser. Hallo? Wir haben hier leider noch kein Licht, ne? So, da ist zu. Da müssen wir da hinten lang. Boah, was war das denn? Natürlich. Jetzt sieht man aber schön, wie schnell die sich hier wieder heilen, ne? Ich meine, noch geht's, aber trotzdem. Mal her. Vielleicht sind wir wieder total überladen. Ich muss erstmal gucken, wie wir uns was zu essen kochen und so. Eieieiei. Ich hasse es. Okay, raus hier. Liegen bleiben. Kommt daher. Ja, die Frage ist jetzt, spawnen die welche oder nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mr. Washi Washi. Mann, Mann, Mann. Hältst du jetzt mal um? Hallo, das tut weh. Lass das. Da hinten kommt niemand. Die zerfallen direkt, okay. Was denn? Alter, die despawnen aber ganz schön schnell. Soll das so sein? Da ist auch wieder einer. Dann lassen rumhauen. Können wir mitnehmen. Oh, lecker Klowasser. Das wollte ich schon immer abkochen. Mmh. Bäh. Raus. Das Bett hier wieder weg. Ich nehme jetzt extra kein, ein T-Shirt.
freut man sich wieder über so Kleinigkeiten, ne? Auch wenn man aussieht wie ein Harlekin, ja, aber trotzdem. Besser als ohne rumzulaufen, ne? So, hier ist noch ein Bett. Hier drin? Niemand? Okay, so kriegen wir leider keine, Footballhelm. Kannst du auch tragen. Da haben wir schon mal ein bisschen was an Schutz. Das war nicht immer direkt so komplett die wechseln, ne? Handgranaten, genau. Cabbage Juice. Auch super. So, hier geht's hoch. Ich will aber erst da hinten an die Dingens. 20 Uhr dran denken. Wir müssen um 22 Uhr wieder oben sein. Bei uns. Das hier. Wooden Pitchfork. Nö. Geil, eine Mistgabel. Das ist gut. Aber ich mag die Pfanne. Hallo? So, kommt mal runter, das ist mir lieber. Ja, der grüne Wabbelschwabbel kommt auch. Bitte hier durch, genau, komm her. Ich das hasse, ey. Wenn die immer da so rumbaggeln. Der ist weg. Hallo. Hier. Wie kommt der denn jetzt denn? Wo ist der Grüne? Da fehlt der Grüne. Da ist er. Ne? Tür zu. Weg damit. Weg damit. Ich will hier hoch. Nie denn alle her, ey. Kam der hier raus? Ne, da hinten sitzt nur einer. Dein Ernst. Hab dich doch gesehen. Oh, come on. Da drin. Mann, Mann, Mann. Was ist das denn hier? Wollen es uns auch extra schwer machen, ne? Haha. Da ist der gute Loot. Dann können wir ja so rum hier. Die fiesen Säcke, ne? Die fiesen Säcke. Nee, du sollst nur nicht da durch die Tür gehen. Hier waren wir drin. Was ist hier? Den hatten wir leer gemacht. Müssen wir jetzt langsam mal weitermachen. Jetzt haben wir ein klitzekleines Problem. Weil draußen ja schon die Kollegas rumlaufen. So, machen wir die Tür auf hier. Das kriegen wir noch hin. Okay, na scheiß. Ah, ist kaputt. Warum das denn? Jetzt wird es auch noch ganz dunkel hier. Oh, das sind viele. Komm, mach auf. Runter. Jetzt ist das so dunkel hier drin, du siehst nichts mehr. Ey, die habe ich verschlossen, ne? Nein, wir müssen hier rein. Die habe ich zugemacht. Wir müssen hier raus. Das ist einfach zu dunkel. Ich sehe nichts mehr. Okay, er hat die Tür kaputt gemacht. Der ist irgendwo da hinten am Rumeiern. Kommt ihr? Kommt ihr nicht? Sekunde mal bitte. So, noch nicht mal in Ruhe. Türe auf und zu machen darf man hier. Geh weg, Skeletor. Bleib liegen. So. Wo ist die? Die haben das da kaputt gehauen, ne? Da kommt wieder einer. Geh weg. Ich will doch nur an den Loot da oben.
ist die? Ist die draußen? Wir werden richtige Probleme kriegen, du. Ey. Guck dir mal an, wie dunkel das hier ist. Du siehst gar nichts mehr hier. Guck, die waren alle hier drin, die Säcke. Komm, lad nach, schneller. Alle in diesem Mini-Raum. Oh, nicht dein Ernst hier. Ruhe. So. Jetzt aber. Level 10. Endlich mal. Was ist das? Kann man lernen, kann man lernen. Eisenbrustpanzer. Können wir instant anziehen. Schutz und so. 8 Schuss, Gott sei Dank. Ach, wir haben 8 Schuss. Und wir haben jetzt 22 Uhr. Das wird wehtun. Gucken, ob wir lebend nach Hause kommen. So, da müssen wir gleich mal gucken. Keine Zeit jetzt. Ach, wir haben... Oh, Gott sei Dank. Wir haben ja das Buch, dass wir nachts nicht überladen sein können, ne? Perfekt. Perfekt. Ich wollte gerade sagen, hä, nicht mehr überladen? Aber guck mal hier, da unten geht's raus. Ja? Oder? So, unser Schlafsack ist da hinten. Das heißt, wir könnten hier raus. Ich beeile mich jetzt mal. Gucken, ob wir das lebend schaffen. Ich hoffe es. Dann können wir ein bisschen die... Wuppschwupp, das wäre da hinten. Bin dann mal weg. Ich um meine Bratpfanne. Wir sind ja direkt zu Hause hier, aber... Kurz Ausdauer tanken. Da sehe ich einen Huhn. Aufpassen, gefährlich. Ja. Komm schon, wir schaffen das. Wir haben schon Tag 3, jetzt gleich Tag 4, ne? Und haben doch nix, aber wirklich gar nix geschissen bekommen. Da weißt du Bescheid. Ohne Licht ist das echt übel. So, und wir müssen jetzt echt mal hier einen Block bauen. Weil wir waren jetzt weg. Wir werden jetzt demnächst wieder neu spawnen hier. Das wäre nicht gut. So, wir sehen, ob da was kommt. Jetzt können wir erstmal gucken, was wir hier gefunden haben. Was ist das hier? Eine Crowbar. Die macht Nahkampfschaden 20. Die hier macht 26. 260 Haltbarkeit, 600 Haltbarkeit. Legen wir mal auf Seite, falls unsere Pfanne kaputt geht, ja? So, hier machen wir erstmal 1, 2, 3, 4, 5. Können wir da was reinpacken? Jede Menge sogar. Wie sieht es hier aus? Jede Menge reinpacken. Jawohl. Auch da. Alter, dieses Chaos, ne? Dieses Chaos. Was ist das hier? Iron Hoe, die können wir mal zerlegen. Wir haben sogar schon eine Batterie gefunden, natürlich mit einer Batterie. Jetzt am Anfang, weißt du? Zwei Kukumbas. So, hier kann jetzt das Grillrost rein. Uiuiui, erste Hilfekasten ist gut. Das können wir mal essen. So, die Burgerbrötchen können wir essen. Alles mampfen, wovon wir keine Flitzekacke bekommen. Die will ich nicht wieder bekommen. Das können wir mampfen. Wir können hier Wasser abkochen. Bitteschön. Kaffee bleibt mal hier. Geschmiedeten Stahl. Chrysanthemen tue ich mal weg gerade. So. Zack. Jetzt tun wir das hier wieder alles da rein. Was wir finden. Oh. Voll. Ja, voll. Na super. Aber was willst du machen? Den nehme ich mal mit. Basic First Aid Bandage. So. Sehr gut, dann können wir nämlich das da reintun. Den hier hin. Oh, guck mal, die 4 Zitronen. Die sind, glaube ich, auch nicht verkehrt. 1, 1, 2. Mmh. 2. Die bringen überhaupt nichts. Du bist nur am Mampfen, ne? Aber dafür sind sie umsonst. Und wachsen überall. Das muss man sagen. So, Wasser abgekocht. Wasser abgekocht. Ausschalten. Wir müssen sparen. Also was nämlich so machen. Zack. Wie viel bringt die Kukumba da? Das Kukumba, das müsste doch Zucchini sein, oder? Auf jeden Fall bringen die viel Wasser, das ist schon mal gut. So. Sehr gut.
Und jetzt können wir mal weitermachen hier. Der liebe Kai Pommerinning schreibt wieder: Frau Ede, müde, Hunger, Pipi kalt. Ey! Danke für deine Zeit, lieber Ede. Ein angenehmes Wochenende dir und euch anderen. Gruß aus MH. Jo, Gruß zurück, Kai. Vielen lieben Dank wieder für den Kommentar. Der liebe Hanftroll schreibt: Wieder mal eine tolle Folge. Ich bin mal gespannt, was du für eine Hordenbase baust. Das mit den Rucksäcken finde ich irgendwie doof. Boah, jede Mod ist halt anders, ne? Jede Mod ist anders. Ich muss sagen, es ist wieder so ein kleiner Kick. Ein neuer, ja. Bis man das alles hat erstmal. So, der liebe André schreibt: Hi Ede, du kannst auch die Klaas-Bücher selbst herstellen, wenn du Waffen zerlegst und die blauen Notes sammelst. Und bei den blauen Notes auf Rezepte klickst. Stimmt, da war ja was, ne? So, mal gucken, ob wir überhaupt Waffen haben zum Zerlegen. Zum Beispiel die hier könnten wir zerlegen. Wir haben ja eine gute gefunden, ne? Wenn ich die zerlege, kommt da wahrscheinlich nichts von den Notes raus, oder? Ne, da kommt Metall raus, Eisen. So, haben wir sonst noch irgendeine Waffe, die wir zerlegen könnten? Da ist noch eine, die könnten wir zerlegen. Dann könnte nämlich die Batterie mal da rein. So. Und der Kaffee. Sonst noch irgendwas? Ich sehe hier gerade keine. Ich glaube, hier hatten wir ein Scharfschützengewehr. Ne? Das könnten wir mal zerlegen hier. Jagdgewehr. So, weil das benutze ich eh nicht. Zack. Was kriegen wir daraus? Gar nichts. Gar nichts, so wie es aussieht. Oder es kommt auch nur so ein Dingens raus. Hast du das hier reingelegt? Nö, es ist weg, aber bringt nichts. Okay. Also am Anfang ist es schwer, die Sachen zu kriegen, ne, lieber André. Aber wenn wir da mal Besseres finden und mehr, dann können wir ja auch das dann mal ausprobieren. So, der liebe Rolf schreibt: Äpfel, Zitronen, Orangen, Kirschbäume bis jetzt gefunden. Jede Menge Gemüse, Erdbeeren und so weiter. Du hast recht, verhungern kann man nicht. Nur mit den Dosenfutter solltest du vorsichtig sein. Die sind nicht bekömmlich, außer du hast Goldhutentee dabei. Genau, so sieht's aus. Und selbst dann bringt's nichts, weil er dir direkt Hunger und Durst auf 0% setzt, ne? Das wäre dann sinnfrei. Wow, Ede, schreibt der liebe Pascal Behrens. Das war ja mal wieder ein geiles Video. Echt cool, wie du da die Horne kaputt gemacht hast. Weiter so. Lass dich nicht ärgern im Spiel. Liebe Grüße aus dem schönen Niederrhein. Grüße zurück, Pascal. Vielen lieben Dank. So, wir sind zwar leider einmal gestorben bei der Wanderhorde, ne? Aber wir haben es geschafft. Wie Witwe Bolte mit der Bratpfanne, schreibt die liebe Katrin. Wunderschönes Wochenende, Ede. Dir auch, Katrin. Dir auch. So, dann schreibt der Kai nochmal: Ede, der Schrecken mit der Pfanne. Ich wusste gar nicht, dass die Verstrahlten sich regenerieren. Doch, die regenerieren sich. Und das waren ja die Schwachen. Je stärker die sind, umso schneller regenerieren die sich. Was gibt der hier? Es gibt ja hier Schwache, Normale und Starke. Und dann gibt es, glaube ich, noch irgendwelche Super-Zombies. Ja, aber ich verrate noch nicht so viel. Das sehen wir dann. Wichtig ist, dass man dann irgendwann in seine Waffe, mit der man rumläuft, ja, den Strahlungsentferner-Mod reinpackt, ja. Weil wenn man die damit dann beschießt, dann tun die für ein paar Sekunden sich nicht regenerieren. Und dann kann man die halt damit dauerhaft außer Gefecht setzen und killen. Blodo schreibt: Das nenne ich mal Durchfall. Das ging ja komplett durch. Allerdings, als hätten wir einen Liter Öl gesoffen, ne? Lieber Blodo. Und das bei den heutigen Preisen für Öl. Manuel schreibt: Servus Ede, wie geht's? Falls du es nicht wusstest, du musst mal beim Händler vorbeischauen. Der hat irgendwo so eine fette Kiste mit Fettstuff drin. Ja, das weiß ich, Manuel, das weiß ich. Aber schauen wir erstmal später, ja? Achim schreibt: Bei Ede steppt der Bär. Allerdings, hier sind so viele Bären, ich weiß nicht, wo die alle herkommen. Keine Ahnung, auf jeden Fall nervt es, wenn man immer zickzack durchlaufen muss. Schön am Anfang sich die Zähne ausbeißen. Fühle ich, ging mir auch so, schreibt der liebe Morty Unlimited. Ja, yep. Am Anfang ist das ganz schön. Ne, ich möchte gar nicht wissen, wie das auf Insane ist. Aber ihr wisst ja, mir würde das dann keinen Spaß mehr machen. Wer sowas braucht, bitteschön, ich muss es nicht haben. So, Rinaldo schreibt: Ede wohnt in Bärhausen. Ich hoffe, du findest den Loot vom Anfang wieder. Ja, haben wir ja. Ne? Und dann schreibt er noch: Ede, du hast die Stripperin gelootet und sie hatte ein Ei im Inventar. Da habe nur logisch gedacht. Ach, deswegen, ich wusste gar nicht, dass Stripperin Eier legen. Ne? Richtig, Rinaldo. War lustig. Roli Moli schreibt einfach: Danke mit 2 Euro. Super, thanks. Vielen, vielen lieben Dank dir, Roli, dass du bereit bist, 2 Euro hier in den Kanal zu investieren. Ja, vielen, vielen lieben Dank. So, Rolf schreibt nochmal unten: Und jetzt habe ich auch noch eine Bananenpalme gefunden. Geil. Geil.
Was man hier nicht alles findet, ne? Was man hier nicht alles findet. 1.04 Uhr, ich hole mir fix ein Bier. Wir sehen uns sofort wieder. Da sind wir wieder. 4 Uhr morgens, ne? Mal gucken. Da hinten ist ja der, ist das, nee, das ist, nein. So, Inventar müsste wieder leer sein, ne? Jo. Leider auch weg. Das heißt, wir könnten jetzt mal, nicht wundern hier oben, ja? Ich hab, mit dem Debug-Modus einfach die Zeit vorgedreht. Wenn ich sonst nichts mache hier, ist das ja nicht schlimm. Und ich spare eine Menge Zeit dadurch. Da ist ein Parkplatz, da gehen wir jetzt mal gucken. Gehen jetzt mal auf den Parkplatz gucken, ob wir da irgendwo noch, Dingens finden. Mülltonnen für Rucksäcke und so. Jetzt muss natürlich wieder regnen, ne? Es muss wieder regnen. Und wir brauchen ganz dringend schnell ein Helmlicht. So. Da hinten ist schon wieder hier eine Ilse auf dem Feld. Punkte verteilt haben wir auch noch nicht. Wo ist das da hinten, ne? Jo. Schon wieder diese Fliege, ey. Furchtbar. Ey, Wilma, komm mal her. Ruhe hier. Liegen geblieben. So, da hinten läuft einer. Ah, weißt du, was sie nicht gemacht haben? Hier, Scrap Iron Pickaxe und so gemacht, ne? Legendary Spear. Dafür brauchst du das. Steinspeer. Wo ist das denn? Gebäude, Rohstoffe, Munition, Waffen, Werkzeuge, Fallen. Hier. Wahrscheinlich haben wir das Zeug dafür gar nicht hier, ne? Eisen, Eisen, Eisen. Lose Bretterplatten. Okay. Scrap 1 Shovel. Wir bräuchten... Ah, das Leder bräuchten wir hier, ne? Jo, da waren wir schon dran. Das heißt, wir müssten wieder Leder holen. Das machen wir gleich auf jeden Fall noch, dass wir hier mal Craftman bla 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 haben. Dass wir auch mehr Schaden an den Blöcken und so weiter machen. So, meine Idee mit dem Parkplatz war super, wenn ich das so sehe. Da ist ja mal gar nichts drauf. Top. Das ist top. Wahnsinn. Ich wollte doch nur Mülltonne und so, aber hier ist ja gar nichts. Gar nichts. Ach, wir könnten hier hinten weitermachen, wo wir letzte Folge aufgehört haben, ne? Und in den Laufen gegangen sind. Weil wir so gut wie tot waren. Da versteckt sich da einfach so ein Soldat hier. Und ein Rocker, natürlich. Komm her. Gerne einen auf die Mappe. Du auch. So, nur bitte nicht hauen. Das tut weh. Guck, das ist ein normaler. Der hält schon bedeutend mehr aus. Ja, den interessiert unsere Pfanne nicht. So, hier wollten wir ja gucken, ne? Oder hier waren wir am gucken. Bleh. So, da hatten wir ja rumgeschossen und dann kamen die aus allen Knopflöchern, ne? Bin jetzt schon durchgeguckt. Den hatten wir durchgeguckt. Hier muss es doch irgendwo Müllcontainer geben. Na komm, Betty. Nein. Ach komm, lass das. So, hier ist nichts drin. Autos und so. Was hier denn? Hallo? Da geht's runter. Wäre auch eine schöne Base für den Anfang. Zumindest alles fett zu hier. Mensch, kommst du jetzt mal her oder nicht? Und solange das dazu ist, geht's ja, ne? Da hoch, dahin. Nein, danke. Gucken wir mal das Auto da durch. Vielleicht liegt hier ein Rucksack im Auto. Wir müssen Rucksäcke finden, Leute. Jetzt kommen wir hier nie weiter. Da kommt Mac Speck und Krause. Zerlegen, zerlegen, zerlegen. Her damit. So, was hier drin? Oh, das hier. Das ist doch die perfekte Base, oder? Was sagst du? Mensch, bleib liegen.
Arme bei dir behalten. Aber ganz schnell. Die hauen darum. Guck mal, was da ist. Juhu. So, und siehe da. Taschenmod für Kleidung. Tragekapazität plus 1. Und Cheese Hamburger. Nice. Da kommt noch einer. Wo können wir die denn dran machen? Ist zwar nur plus 1, aber besser als nichts. Können wir die hier dran machen irgendwo? So, Info. Durchladen die, wir könnten Hosen, Hemden und Mäntel. Okay, wir haben keine Hose, wir haben kein Hemd, wir haben keinen Mantel. Doch, hier ein Puffermantel. Ändern. Rein da, abschließen. Yay, jetzt haben wir einen mehr hier. Einen Platz der Wahrheit mehr, aber es gibt sie. Das ist ja schon mal gut. So, weg damit. Die können da rumwuseln. Da hinten ist der nächste Mülleimer. Das ist super. Was läuft da rum? Da ist wieder so einer. Was hier drin? Ein Buch, das wir gleich lernen können. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Da ist natürlich nichts drin. Zack. Wofür ist das? Gefechte in der Stadt. Sehr gut. Mitnehmen. Pilze können wir auch gebrauchen. Ach, da unten liegen die alle drin. Ich lasse die mal in Ruhe, ja. Ich habe da jetzt keine Lust drauf. Wir müssen gucken. Auch hier das. Das sind viel zu große Gebäude. Ah, das ist suboptimal. Okay, wir sind tot. Alter. Alter. Wie, du triffst mich jetzt hier, ne? Da kommt er doch schon. Geh weg. Gib mir den mal. Da steht einfach so ein Hund rum, weißt du? Du bleibst liegen. Du auch. Eieieiei. So, fix nachladen. Falls wir es nochmal brauchen. Oh, da, Mülleimer. Sehr gut. Da müssen wir wieder dran. Komm her. So. Der gute ADHS an die hier. So. Und immer dran denken, Leute. Alles Spaß, ja. Wir wollen hier natürlich niemanden irgendwie beleidigen, diskreditieren oder so, ne? Alles nur Spaß. So. Sand. Oh, echt Pech, ne? Hier ist nichts drin, nirgendwo. Und alles voller Tiere. Haben sie echt hochgeschraubt. Muss ich sagen. So, was ist hier? Da ist der Truck. Ist da was drin? Hier ist alles zu, ne? Das ist zu. Das ist zu. Das ist zu. Das leuchtet schon so. Da sollst du bestimmt rein. Die kann man aufmachen. Okay, wo sitzen sie überall? Hier wird alles voll sein, garantiert. Jupp. Dann kommt mal raus, Jungs und Mädels. Ich brauche Platz. Meine Pfanne ist gleich kaputt, siehst du? Und wir haben kein Repair-Kit, oder? Doch, eins haben wir noch. Hält die Flossen bei dir. Will nicht grün werden. Immer auf die Omme hier. Genau, hau deinen Kollegen. Beide weg. Tada! So. Guck mal, Essen und Trinken schon wieder halb weg. Kann man hier mal was trinken? Das bringt wenigstens ein bisschen. Rohes Fleisch ist, glaube ich, nicht so clever. Können wir gar nicht essen. Wir haben auch nichts dabei. Den kannst du nochmal nehmen, dann ist der schon mal weg. Aber wenigstens wieder drei Plätze frei. Unberührt. Motoröl, nice. So, kannst ja auch alles durchsuchen hier. Guck mal, schon mal dreckiges Wasser. Das kann man mitnehmen. Ja. Macht sie wieder. Da haben wir jetzt keinen Platz für. Mann. So. Entriegelt.
Da kommt ein Krause. Aha, ein Krause. Und noch ein Krause. Und was kommt da hinten? Ich sehe noch nichts. Da kommt irgendwas, ne? Jo. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Dein Ernst, schon wieder Regen? Es war doch gerade erst Regen. So, hier ist nix. Juhu. Haut ihr da fein drin rum. Bringt euch gegenseitig um. Da oben? Auch nehmen. Bringt auch ein bisschen. Ich wusste es. Ich wusste es. Immer dasselbe hier. Ah. Ab. Toto, yo. Oh. Immer noch keine, kein Topf. Und es ist wieder so dunkel. Es ist wieder so dunkel hier. Wir brauchen Licht. Hallo. Da hinten liegt einer. Einer? Drei. Dreimal Krause. Er gibt keine Brause. Na, komm her. Was war noch einer? Nein. Weg mit dir. Ey, ich will nicht festhängen hier. Komm, genau, du darfst da rumhauen. Ich glaube, wir nehmen gleich mal die Brechstange, einfach weil die gefühlt dreimal so viel Hitpoints hat, bevor sie kaputt geht. Und wir überhaupt keine, So, guck jetzt schon offen. Wir haben halt überhaupt keine Repair-Kits. Wir haben ein Repair-Kit, das war's. Das müssen wir uns gut einteilen. So, ja, haut da rum, das sind auch schon einige. Na komm, ich glaube, hier ist nicht mehr viel drin, ne? Ist hier unten noch irgendwas zum Durchsuchen oder so? Nicht, dass ich wüsste. Du sollst da hochklettern und hinten hoch, ne? Das schaffen wir jetzt nicht mehr. Vor allem ist unsere Pfanne gleich kaputt und alles. Lass die mal da rumlaufen. Wir gehen mal nach Hause und bauen uns jetzt die Scrap-Schaufel und die Scrap-Pickaxe da. Dass wir den Step mal fertig haben, ja? Weil das ist jetzt nichts Wildes. Wir müssen einfach nur kurz ein bisschen was essen, Ausdauer tanken und so. Dann haben wir das. Uns fehlt ja nur das Leder dafür. Ich hoffe, das reicht. Wie viel Leder haben wir hier? Wir haben 3 mitgenommen. Vom Wolf. Das ist jetzt nicht viel, aber besser als nichts. Oh, das Essen, ey, das Essen. Essen, trinken. Richtig übel am Anfang. Aber ich mag das. Jetzt muss man wirklich wieder ums Überleben kämpfen und rennt nicht da durch und ballert alles nieder. Das wird zwar irgendwann auch wieder kommen, aber was soll's. Ups. Mr. Waschi Waschi, was ist los? Was ist los? Unglaublich. Läuft das Wäschereigeschäft nicht so gut. Haben wir hier groben Schrot, Papier, Maismehl, Pfeilspitzen aus Eisen. Schmiede können wir auch noch nicht bauen, fällt mir gerade ein, ne? Müssten wir ja auch erst skillen dann. Da ist einer, da ist einer. Lass ihn mal laufen, wir tun ihm nichts. Wir sind heute mal freundlich. Das ist doch wieder irgendeine Wanderhorde oder so, wetten wir? Die hier rumeiern, da hinten was Grünes? Nein. Oh, der leuchtet aber schön grün, du. Dankeschön. Nehme ich gerne. Wehe, ihr macht meinen Turm hier kaputt. So, ab nach oben. Die Pfanne der Gerechtigkeit hat wieder zugeschlagen hier. So, jetzt aufpassen. Seid ihr hier ich tausche mal direkt. Die ist ja so gut wie kaputt. Okay, haben wir gar nicht dabei. Hallo? Nein, noch niemand da. Gott sei Dank. So, gucken wir mal schnell, wo haben wir das hingetan?
Der macht wie viel Schaden? Keine Ahnung. Was macht der? Da ist die Crowbar. So, der hat 39. Dann tun wir die Pfanne mal auf Seite. Schmeckt nach Hühnchen. Naja, wohl eher nach... Ah, 25%. Ne? Schade. So, wo war das Leder? Jetzt geht's dem Leder ans Leder. Da ist das Leder. Sollte reichen. Also, Iron Pickaxe und... Das ist alles Eisen. War das so? Scrap Clock, Scrap Iron Fire Axe. Hier, Pickaxe müssen wir machen. Fertige und Iron Shovel. Scrap Iron Shovel, ne? Genau, die beiden. Und dann müssten wir die Quest fertig haben. Dann können wir gucken, ob wir da Punkte reinstecken können. So, bist fertig. 19 und 11. Guck, die macht Nahkampfschaden 8,5. Blockschaden 27,2. Und die hier 39,6. Also brauchen tun wir sie nicht. Aber wir müssen es halt machen für unser... Für unsere Quest hier, ne? Tada! Gather resources to craft one forge. Okay. 60 Lehmboden, 2 kurze Eisenrohre. Haben wir doch auch noch irgendwo hier oben fliegen, oder? Da, 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 da. Da sind die kurzen Eisenrohre. Lehmboden, haben wir den hier irgendwo? Nö. Natürlich nicht. Sieht auch sehr gut aus hier. So, können wir denn jetzt hier Punkte reinstecken? In Class Miner oder wie das war. Not available. Hier, ne? Each rank is gained when you read the class book. Okay. Oder haben wir was anderes gerade gemacht? Nö. Also das muss dann... Alter, 14 Punkte. Heidewitzka. Heidewitzka. So, increase stamina rank by 10% when sprinting. Der braucht 6. Mach mal. 5, 6. Dann können wir hier schon so machen. Okay. Baseball Crafting kannst du auch machen. Player Level 20. Baseball Bat. Wo können wir den denn machen? Tools Crafting kannst du reinmachen. Eieieiei, Prügelpeter haben wir schon hier. Dafür brauchen wir General Perks Level 8. Ja, nee, ist klar. Altstoffsammel, das ist alles hier, ne? Das ist echt. Was war Henker? Ach, das waren die, die Dingens hier, ne? Die Stun-Battens. Die Elektroschocker. Eieieiei. Eieieiei. Also wir müssen dringendst hier die Bücher finden. Die Sachen. You are a scrap collector. You've always been a pretty good with finding valuable items. Ich weiß nicht, wo man diese Bücher findet. Da muss ich nochmal gucken. So, ganz fix die 60 Lehmboden holen. Das ist echt übel, ey, du. Echt übel. Können wir gerade hier unten holen. Sind natürlich heute total überladen. Weil diese kleinen Kisten da, da kriegst du ja kaum was raus. Überall geht hier, ey. Oh, man kann es gebrauchen. So, guck mal, wie viel... 3, dein Ernst. Dein... Ernst, jetzt kommt der da schon wieder. Schon wieder ein Waschi-Waschi. Was willst du? Geh weg. Ja. Gefühlt macht er auch mehr Schaden, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Dein Ernst, es regnet schon wieder. Come on. Was wir danach machen müssen. Ja. Tada! Schnell hoch. Schmiede sammeln, okay. Rauf hier. Ah. Ja, er hat schon wieder hier. So, wo ist die Schmiede? Mach mal weg. Sehen wir die so? Schmiede. Da, Bauplan Schmiede. Können wir gar nicht. Mich veräppeln? Craft 2 Forges. Ja, toll. Oder gibt es auch wieder eine extra Forge hier? Schmiede, Bauplan Schmelztiegel. Nö. Ja, ne? Dann sehen wir halt aus. Die Zutaten hätten wir, nur das Rezept nicht.
Das kriegt man hier drin, ne? Bei Miner oder wo? Farmer, Medic, Hunter, Survivalist, Engineer. Hier bestimmt, ne? Fortgeschrittener Engineer. Learn to craft medium secure storage chest and cement mixers. Electric wire delay. Ne. Alter. Learn to craft titanium polish bundle. Gain 50% XP from electrical trap kills. Ja. Fest steht, wir können noch keine Forge bauen. Müssen wir das Rezept finden und überhaupt mal was finden. Tag 4, halb rum. Tag 7 kommt die Horde. Minimum 40 Zombies, ja. Das ist das wenigste, was man einstellen kann. Ich habe keine Ahnung, wie wir die überleben sollen. Aber wir werden sehen. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Und jetzt husch husch, ab nach draußen. Grillen, Sonne genießen. Und danke für deine Zeit.